Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Bionic Duos. Wir starten mit der Loot-Analyse vom letzten Mal. Ist ja nicht so viel gewesen. Vier Sachen, vier Schildteile aber immerhin, die uns hoffentlich etwas robuster machen, weil wie wir gesehen haben, wir sind für die meisten Bots One-Hits. Und da haben wir einmal plus 40 Regen, 36 Max-Schild, Damage Reduction. Und einmal 30 Regen, 25 Max-Schild und minus 4 Power needed by parts in same system. Achso, also da wo wir das reinsetzen, da braucht jedes Teil, das da drin sitzt, minus 4 Power. Das heißt, das ganze Ding könnte sich lohnen. Hier haben wir nur Damage Reduction und Schaden. Und hier haben wir nochmal Propulsion Related Stats, ist Ninja-typisch. Propulsion Related Stats, die könnten wir uns mal angucken. Die habe ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht so richtig erklärt oder gezeigt. Ich habe sie ja selbst noch nicht getestet, aber ich habe sie mir schon mal durchgelesen. Und zwar gibt es nicht nur die Propulsion. Ah, das ist, ja okay, das waren die gar nicht. Ich meinte Computer Related. Hier gäbe es nur noch zu erwähnen den Overlord Skill, damit kann man ganz viele kleine Goblins holen, die für einen Aufgaben erledigen, zum Beispiel Schätze looten oder so. Nein, Overlord ist ein Skill, den kann man draufdrücken, da macht es bumm und man selber kriegt 25% von dem Schaden, den man verursacht und die Gegner halt das Vierfache. Außerdem, wenn man stirbt, dann tritt diese Explosion auch auf in der näheren Umgebung. Er steht nicht bei, wie weit, habe ich noch nicht getestet, haben wir auch noch auf keinen Teil drauf. So, Computer-Related Stats gibt es noch drei interessante. Und zwar kann man später Minen legen, wenn man Mines-Fähigkeiten hat. Man kann Wachtürme stellen, wenn man diese Fähigkeit hat. Und man kann Viruspunkte bekommen. Die sind quasi zum Hacken der gegnerischen Bots gut. Und damit kann man die halt, ich weiß nicht, ob begrenzt oder unbegrenzt, aber man kann sie auf jeden Fall übernehmen. Was, glaube ich, ganz gut wäre, weil hier ist ein Meat-Schild in dem Spiel, ist, glaube ich, echt eine gute Sache. Aber er bekommt erstmal hier die Fähigkeiten. Weil er selbst kriegt sowieso schon plus 50% drauf. Und plus 12 Stealth Action per Mission. Deswegen passt das hier ganz gut rein. So, dann ihn hier. Habe ich gerade, glaube ich, irgendwas? Ne, habe ich nicht. Der bekommt von mir jetzt mal... Also dem würde ich gerne nicht mehr sterben sehen. Und ich spiele mit dem Gedanken, dem das stärkste Schild auch jetzt erstmal zu geben. Weil er hat eh nur einen Slot. Ich möchte jetzt eigentlich ungern, also weil uns geht jedes Mal Loot oder Möglichkeiten uns zu recovern flöten, wenn der Science stirbt. Also der hat echt eine tragende Rolle. Ich denke, da muss man auch ein bisschen viel Übung haben, bis man den ersetzen kann. Wobei man vielleicht wahrscheinlich später auch einfach Hacking Points durch andere Systeme kriegen kann. Weiß ich nicht. Sehen wir dann. Hier können wir diese Weißen mal raushauen, denke ich. Dann machen wir unser Soul noch richtig dick. Ein bisschen mehr Schaden rein. Fett Damage Reduction. Propulsion können wir eigentlich auch noch zum Ninja reinhauen, ne? Ja, warum nicht? Haben wir einen Spezialisten. Ist ja, glaube ich, ganz gut. Den Raketenwerfer brauchen wir nicht. Und hier haue ich noch mal... Das rein ein bisschen mehr Schaden. So, dann haben wir noch das Ding, was Power produziert. Und ein bisschen Max-Shield. Ist aber selbst auch ist ein Reaktor. Das heißt, das Ganze müsste auch hier noch reinpacken. Nee. Ist das nur für den Schildslot? Dann bekommt er das jetzt. Unser Seed. Schauen wir nochmal eben in den Store. Wir haben 471 Credits. Können uns nur... diese drei Sachen kauf. Ein Powersparer mit Regeneration und Attack Power. Trap Skill Level. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Wäre vielleicht eine Überlegung wert. Und erhöht Schild, Attack Power und Stealth Action. Das ist natürlich. Ich glaube, das Ding gefällt mir. Fits in Propulsion. Was ist das denn für ein Slot? Also, den hätten wir, glaube ich, auch noch frei für unseren Assault. Einen. Ich denke, den nehme ich mit. Das klingt echt praktisch. Nehmen wir noch Damage Reduction, Schild hoch, Total Power hoch. Also, ich weiß nicht, wie gut der Trap Skill Level ist, aber wir haben es noch nicht. Und mehr Stealth für unseren Vorgehtypen scheint mir auch eine praktische Sache zu sein. Den werde ich mal einfach kaufen.
Gute Startausrüstung. Verkaufen können wir nachher immer noch. Und dann sehen wir auch, wie viel Abzug das Ganze bringt. Können wir vielleicht im Hinterkopf behalten, dass das hier 467 gekostet hat. So, dann schauen wir mal. Neu dazugekommen sind diese drei Slots. Und zwar einmal Salvage und Linestand. Spielt im Moment keine Rolle. Salvage ist zum Reparieren. Unsere Saku sollten wir mal eine Mission versauen. Wäre so ganz gut, wenn wir da Zugang zu 1, 2 hätten, sollte mal was schief gehen. Linestand haben wir oben. Würde ich auch dann eher machen, weil hier die Fabriken noch hinterstecken. Science Station. Der reizt mich. Und hier gibt es auch High-Quality-Reaktor-Parts. Und wie wir gesehen haben, haben wir sehr wenig Reaktorteile. Der ist, glaube ich, Allround. Ah, ne, der kann Computer und Reaktor. Okay. Also, ne, da würde ich jetzt einfach mal versuchen, hier hinzukommen, auch wenn wir dadurch durch eine Blockade müssen, die eigentlich so gut wie nichts bringt. Schlechter Loot. Und ich denke mal, ja, machen wir einfach mal. Schauen wir mal rein. So. Kein Gegner zu sehen. Und hier geht's noch weiter. Gehen wir erstmal hier lang. Simple Gänge sind immer schön. Eine Menge Minen. Hier haben wir ein Command-Bot. Bringt einen Boost für Schilde von einem befreundeten Roboter in der Nähe. Oh nein, und schon wieder Blunderbots. Ich kann die nicht leiden. Die one-hitten unsere Typen, wenn sie mal treffen. Benutze ich das schon? Stealth, um da näher ranzukommen? Noch nicht. Müsste mal die Reichweite im Auge behalten. Wäre auch, glaube ich, ganz gut, wenn wir den zuerst ausschalten. Ja, das war jetzt nicht so tragisch. Wie nah kommen wir noch ran, bevor er schießt? So, ich glaube, einen Schritt können wir nicht mehr machen. Okay. Da stealth ich mal kurz hin. Hier haben wir nämlich noch Kommandobots. Ich hoffe, der Wielding Laser ist jetzt stark genug, um den mit einem Schuss auszuschalten. 500, nein, reicht nicht. Ah, das ist ja der Ninja. Der Ninja kann, wie wir wissen, zweimal schießen. Oder auch öfter schießen, ohne aus Stealth rauszukommen. So, können wir den Raketenwerfer jetzt schon mal so ausschalten. Ja, die laufen auch durch Minen. Dann lassen wir sie doch mal eben kommen. Wie viel Schaden machen die? 20? Und wir haben 200 Shield. Also eigentlich können wir mal einen Treffer ein. Obwohl, wir brauchen ja gar keinen. Ah doch. Den müssen wir wohl einstecken. Ich gehe mal einen zurück und stecke einen Treffer rein. 20 Schaden. Also ich kann dich kurz beide mit einem Schuss rösten. Und ihmchen hier, da machen wir das so. So, damit entlasten wir unser Nier jetzt auch erstmal und gehen mit dem Assault weiter. Hier haben wir noch einen Blunderbot. Den lasse ich auch mal kommen. Vielleicht kann ich den ja mit den Granaten etwas früher treffen. Ich habe noch ein bisschen Schiss, ich weiß nicht genau, welche Bots explodieren können oder was hier so alles explodieren kann. Nicht die richtige falsche Taste drücken. Oh, er hat's überlebt. So ein Saubeutel. Jetzt haben wir hinten noch einen Tigerbot, einen Blunderbot und noch ein Kommandobot. Und der hier ist kurz davor zu treffen. Kriege ich noch hinten eine Runde? Ja, aber wie weit ist die Reichweite von dem Kommandobot? Wäre jetzt interessant. Normal müssten wir doch. Ich kann auch einfach zweimal schießen, das müsste auch lang. Ja, gut. Da wäre sogar sowieso noch ein Kommandobot gewesen, der hat die Shields wahrscheinlich eh schon erhöht. Ah, er hat auch erhöhte Schilde. Ach, das sind die Dinger, die da können wir auch. Da hauen wir ein paar Runden raus. So. Rundentimer gibt es ja Gott sei Dank nicht. Wäre aber gar nicht so die Seltenheit. Bei denen, da können wir vielleicht einen guten Schuss hinkriegen mit dem Raketenwerfer. Da sind sehr viele Runen, wobei ich ein bisschen Angst hatte, da Loot zu sprengen. Aber zwei Blunderbots mit einem Streich klingt echt praktisch. Aber jetzt kommt da einer. Ich einen Schuss weiter, das wird gehen. Bombs.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Bums. Da kommen wir gar nicht durch. Ohne Minen zu töten, das lasse ich erst nochmal. Munition sparen. Oh. Die Kommandobots machen Gott sei Dank sehr wenig Schaden alleine. Das heißt, wir haben da mit unserem Assault wenig Probleme. Den mache ich sicherheitshalber mal weg. Dann haben wir direkt hier freie Fahrt. Ein Loot gibt es hier wirklich keinen. Ne? Wir haben keine Kiste gefunden. Switchblade, was ist das? Mhm. Non-Ex, achso. Die schaltet also alle anderen aus für eine Sekunde. Gehen wir einfach mal drüber. Da hat sich das Teil schon gelohnt, was wir gekauft haben. Ich habe die Minen vor mir übersehen. Und wir haben sie aber nicht ausgelöst wegen unserem +1 auf Trap Skill von dem Item. So, ich hab Schiss, die Wand so aufzumachen. Ich benutze den Mindlaser. Und was war das, was ich dahinter getroffen habe? Weiß ich nicht. Aber hier kann ich einen Bot treffen. Da ist ein Kommandobot, den können wir wieder... Lass unseren Assault schön mit dem Maschinengewehr erledigen. Die ein bisschen Schaden nehmen wir hin. Hier haben wir eine interessante Tür. Da brauchen wir unseren Wissenschaftler. Packen wir den mal aus und hacken das Ganze und finden einen Large Loot Container, der einen MK1 Nano Rifled Barrel of Munition enthält. Ach, aber wir wissen ja, hier gibt es nur schlechten Loot. Meine Güte. So. The most tankiest mines in the world. Aber wahrscheinlich macht die Waffe einfach nur keinen Schaden. Hier haben wir einen Tigerbot und noch einen Fuel Tank. Nee, keine Rakete, nehmen wir nur eine Granate für. Wie weit war die Explosionsradius? Ach, passt schon. War ja doch ein bisschen knapp. Oh, zwei Felder haben wir noch platt gehabt. Da hätten wir noch einen Fulltank zwischen haben können. So. Fahren wir mal. Mal gucken. Das sieht. Ah, ne, da unten. Ah, da unten haben wir eine Loot-Tür übersehen. Vorsicht, dass wir da nicht drüber laufen, sonst ist die Mission vorbei. Ein bisschen Acht auf Minen geben. Ich traue den Explosionsradien hier nicht so. So. Dafür bin ich noch nicht genug drin. MK2 Trust of Overcharge of Inquiry. Ja, wir haben die Mission also jetzt geschafft. Ohne jemanden zu verlieren. Zwei Stücke Loot gefunden. Bekommen jetzt halt noch vier. Auch wenn es schlechte sind. Man kann sie vielleicht wenigstens so ein bisschen Geld machen. Well done, Pilot. Well done. Another one in the bag. So, wir haben bekommen einen MKV, Regular Reactive Shield Overcharger, einen Sneaky Capacitor, MK1 und noch ein paar Sachen. Ein Tag ist um und schauen wir mal eben ganz kurz, was hier gelevelt ist. Wir haben einen Stealth und einen Blasterbot mehr als Gegner. Ich habe mir die Bosse noch gar nicht angeguckt. Es gibt unterschiedliche Bosse. Uns erwarten am Ende zweimal der Tetsi-Spot. Der hat wenig Startschilde, kriegt aber jedes Mal 75% der Stärke unserer Attacken aufs Schild drauf. Das heißt, es lohnt sich am Anfang mit schwachen Waffen fünfmal anzugreifen, um den dann ordentlich wegballern zu können. Macht aber auch mit 180 sehr stark Schaden. Und hat auch fast unendliche Munition, also 50 Schuss reichen locker, um uns auszulöschen. Der Dragonbot kriegt Free-Aktionen, wann immer ein Bot in der Nähe einen nicht trifft oder falsch schießt. Und hat einen Grenade Launcher, das ist natürlich ganz toll. Das heißt, Ecken sind auch keine Deckung. So, gelevelt sind Armobot, Silence Bomb, Manta. Okay, wir haben wieder Glück gehabt und der Blunderbot, vor dem ich im Moment am meisten Angst habe, wobei ich die meisten anderen noch nicht kenne, aber der hat auf jeden Fall kein Level bekommen. Gut, schauen wir uns noch eben den Loot an, dann können wir nächstes Mal direkt verteilen. Hier haben wir Shield, Related Stats, Damage Reduction, Recken, ein Stat Booster. Hier können wir jetzt erstmal nicht Sentry Turret setzen, nachher wenn wir das einbauen. Das ist ein Computerteil.
Sensorenreichweite ist, glaube ich, auch ganz praktisch. Hier haben wir nochmal, das wäre vielleicht direkt was, was ich mal eben in den Assault reinhauen würde, damit wir da einen super Ballen-Avoider haben, wie es sich für einen tollen Tank gehört. Das machen wir noch, bevor ich das vergesse. Kann man den auch hier? Ja, da kann man den auch rein. Die Sentry Turrets, die hau ich mal, die zählen zu Computer, ne, dann rein in unseren Science-Typen, der müsste da vielleicht sogar noch einen mehr rauskriegen. Na, oh, sogar drei mehr. Können wir 8 Türme setzen nächstes Mal in der nächsten Mission. So, den Rest verteilen wir später. Shoppen können wir knicken. Ich würde mal eben gucken, was man so für Credits kriegt man verkaufen. Der Billigkram bringt also so 50 bis 100. Ja. Okay, damit verabschiede ich mich für diese Folge Bionic Duos und sage bis zum nächsten Mal.